Jo Leute, was geht ab und willkommen zurück zum Ultra-Projekt und weiter geht es beim Hausbau. Die Äpfel werde ich jetzt nicht essen, wir haben noch ein paar Minuten. So, weiter geht es beim Hausbau. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass die Türen sehr schön sind. Richtig geil auf jeden Fall. Und hier können wir theoretisch... Ich weiß, was wir da in die Ecke stellen. Eine richtig fette Glowstone-Lampe. Ah, das ist mal eine geile Idee. So, auf jeden Fall, wir müssen jetzt... Obermir. Ja, hab ich richtig verstanden. Obermir. Müssen wir jetzt ein paar Treppchen hinbauen. Das machen wir jetzt mal so. 12 Stück reichen niemals. 20, naja, kein Plan. Muss reichen, ne? Muss. So, weil wir müssen das Ganze jetzt schon mal hier so machen mit dem Dach. Zack, zack, zack. Zack, zack. Dann haben wir das ja schon mal hinter uns. So. Hier ist ja das Problem mit den ganzen abgekackten Treppchen hier. Wo ich über alles hasse, weil ich einfach damit nicht umgehen kann. So, aber sieht halt schöner aus mit denen. Sieht halt schöner aus. Und warte mal, hier können wir gleich mal wieder rauslaufen lassen. Der Ofen ist eigentlich relativ gut zum Sachen schmelzen. Braucht man nicht so viel Kohle. Alles geht ganz easy. Ah, zaubern. Gott, zaubern müssen wir auch noch. Ich glaube, das machen wir. Ja. Ich habe da schon so eine Idee, wo wir das hinmachen. So, 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 so. Ah, scheiße. Mir fällt jetzt ein, dass ich das doch komplett scheiße mache. Ist Basti. Will. Ah, wir müssen das jetzt so machen. Ach, scheiße, hab's Dach schon verkackt, Alter. Weil, aber die Treppen sind nicht unnötig, ne, Leute? Ich weiß, was ich vorhab. Denn ich will so einen Holzrahmen machen und innen drin einen Stein. Sieht wahrscheinlich geil aus. Sieht geil aus. So, 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 so. Alles klar. Nächster Joint ist dem Channel beigetreten. So, so. Ist das jetzt eigentlich wirklich so, dass sie dem Channel beitreten? Oder ist eigentlich nur dem Mod, dass er das bewirkt? Oder keine Ahnung. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich brauche Holz. Aber wir haben jetzt eine schöne Axt. Ich brauche Holz. Holz, 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 Holz. Wir brauchen Holz. Und nicht gerade wenig Holz. So geht Holzhacken eigentlich relativ schnell. Wenn die Bäume dann direkt auseinanderfallen, muss man nicht immer warten. Ach, scheiße, eine Missgeburt. Muss man nicht immer warten, bis hier die ganze Kacke vom Baum fällt, sondern fällt einfach direkt mit einem Schwung alles runter. Kann man hier schnell wieder nachpflanzen, das ist ja kein Problem. Hier so bam, bam, da noch eine. Hier sind 1000 Setzlinge übrig geblieben. Ja, hier, komm, friss. Wächst schon irgendwie. Jetzt haben wir wieder 15 Holz, also einen guten Stack. Ich hoffe, der Scheißdreck reicht hier. Lass mich Treppchen machen. So, den Rest behalte ich mal. Ich hoffe, das reicht jetzt. So. Dann bauen wir das Dach hier weiter. Weil das Haus ist jetzt relativ wichtig, weil dann müssen wir unsere Maschinen nicht die ganze Zeit umpositionieren. Oh shit. Hier gibt es jetzt doch ein kleines Problem mit dem Dächchen. Aber das kriegen wir geregelt. Fängt ja schon wieder an hier. Ich sag ja nichts, ich sag nichts dazu. So. Ich denke immer, meine Spitzhacke wäre Nummer 2, aber ist sie nicht. Weil sonst habe ich sie immer auf 2 und jetzt habe ich sie nicht auf 2. Ist Ungewöhnung. Könnte ich zwar umschalten, aber na, kein Bock. Müsste ich jetzt ins Inventar gehen. Ne, ihr kennt mich ja. So, sind Melonen gewachsen? Nein, sind sie nicht.
Das macht mich traurig. Ah ja, Indikator-Mod ist ja auch drin, ne? Also, warte mal, hier holen wir gleich mal alle Melonen raus und dann essen wir uns erstmal richtig fett voll. So. Hami, Hami. Fenster müssen wir auf jeden Fall auch noch reinballern. Zack, zack. Okay. Sagen wir jetzt mal so. Das Dach ist eigentlich soweit so gut. Wir haben einen Anfang. Wir haben einen Anfang. Wir haben einen Anfang. Wir reißen jetzt hier den Boden aus, setzen hier erstmal Holz rein. Und dann fangen wir an zu zaubern. Weil mit den Zaubersachen können wir ganz schöne Werkzeuge herstellen. Und das ist relativ wichtig für uns. Aber dauert halt auch ein bisschen. Ich will jetzt erstmal ein bisschen zaubern, weil ich einfach Bock drauf habe. Na Leute. So, 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 so. Alles immer schön abreißen. Jawohl, Eile. Das brauchen wir doch. Besonders bei einer Schaufel. Da geht die Sache hier viel schneller. Und die Schaufel geht auch viel schneller kaputt. Das brauchen wir doch. Müssen wir zwar schneller reparieren, aber ja, juckt mich da auch nicht. So, haben wir jetzt noch Holz. Ein bisschen was. Ein bisschen was. Hier haben wir ein bisschen was. Das brauchen wir nicht. Wirklich kein Holz mehr. Alter, leckt mich doch am. Haben wir eigentlich ein Truhentransporter? Das wäre ganz gut, dass wir die Kisten transportieren können. Was ist das? Transportwagen, WTF. Was? Lol. Können wir damit richtig fette Sachen einfach schaufeln und wegbewegen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, hier ballern wir dieses ganze Zeug rein. Wir haben auch richtig viele Bücher bekommen. Ich glaube, ich scheiße es einfach mal auf den Boden. Alter, wie viele Gummibäume da so gewachsen sind. Aber wir brauchen jetzt trotzdem erstmal Holz. Wir reißen jetzt so eine Palme weg. Einfach nur, weil wir es können. So, wir bauen das ab und dann bauen wir es wieder hin, ne? So lässt sich's leben. So, ich hoffe, wir kommen jetzt ganz nach oben. Ich glaube, es reicht ganz knapp nicht. Ich wusste es so hart. Na komm, da ist noch ein Baum. So. Jetzt haben wir den ganzen Baum. Die Axt sollte sich auch mal verbessern. Wenn wir da eine drauf bekommen würden, das wäre richtig. So, Setzling, nehmen wir mit. Ah ja, und ich will mir jetzt hier ein paar Kisten machen. Aus dem Grund, dass wir jetzt in unserem Haus auch mal ein paar Sachen lagern können. Nein, das war so falsch. So, dann haben wir zwei. Lol. Wie sehen die Kisten aus? Naja, kann man was drin lagern. So ist nicht, dass es jetzt hier komplett für den Arsch ist, aber man kann Sachen drin lagern und mehr braucht eigentlich nicht. So. Okay. Alles klar. Dann fangen wir jetzt mal an. Nachdem wir gegessen haben. Alter, was ist das eigentlich hier oben? Verbannte unheimliches Konstrukt. Das ist doch ein Mob. Und was zur Hölle ist das auf der Karte? Da hängt man auch nur so WTF. Was geht da schief? Wir sollten mehr Melonen anpflanzen. Weil das Essen geht schneller weg, als man denkt. So, jetzt haben wir hier das Teil. Wir nehmen die ganzen Scherz, nehmen wir hier mal mit.
Und den Generator, den nehmen wir auch mal mit. Goldmünze. What? Hier haben wir schon mal eine geile Rüstung. Die Schaufel ist, glaube ich, kaputt. Haben wir hier Sachen drin noch irgendwo? Nee. Dann das Bett. Sollen wir es mitnehmen? Nee, lassen wir mal stehen. Okay, warte mal, da sind auch noch Shards drin. Die nehmen wir alle mal mit, weil wir brauchen die ganze Kacke hier, ja? So. Wo stellen wir hier an? Wir brauchen... Ja, komm. Lassen wir jetzt erstmal... Wir bauen jetzt erstmal den Boden hier fertig, ne? Wir bauen jetzt hier erstmal den Boden fertig. So, so, so. Ah, alles klar. Okay. Ich hoffe, das Holz reicht. Ich glaube nicht, aber... Weil... Das verwirrt mich sonst hier ein bisschen. Aber so reicht eigentlich auch. Weil dann bauen wir das Ganze hier in die Ecke. Ja. Jetzt denkt ihr so, hä, was bringt jetzt der Scheiß? Jetzt haben wir kein Holz mehr. Die Kiste sieht auch interessant aus. 1, 2, 3, 4. So, eine Werkbank. Die ballern wir direkt hier hin. Dann nehmen wir noch ein bisschen Holz raus. So. Brauchen wir nämlich diese Slabs. Warte mal. War das so, ne? So, und das brauchen wir jetzt nochmal. Moment, ich werde wieder angerufen. so. Naja, und ich nehme es hier auch gerade für voraus auf, ne? Dass auch wenn ich weg bin, dass manchmal ein paar Folgen kommen, weil die ganzen jeden Tag, ne? Schon hart. Und jetzt brauchen wir Eisen. Da haben wir zufälligerweise kein Eisen drin, ne? Ja, jetzt brauchen wir... Jetzt brauchen wir Eisen. Und da kommt wieder das Auflegegeräusch. Wie in der letzten Folge schon. So. Wir hatten über einen Stack Eisen. Halt's Maulkuh. Ey, wenn das weg ist, ich glaube. Nee. Ah, da. Puh, ich habe gerade gedacht, ne, ohne Scheiß. Hier kommt niemand rein. Okay, denn wir brauchen jetzt sowas. Dann müssen wir das Eisenhelm-artig anformen. Das nochmal. Dann hätten wir zwei Stück davon. Jetzt brauchen wir noch einen Stick. So, dann machen wir den da dahin. Und die zwei da außen. Dann haben wir jetzt einen Zauberstab. Und den da klatschen wir jetzt da drauf. So, und dann haben wir das Teil hier fertig. Den können wir wieder rausholen. Da können wir jetzt einfach craften und so eine Scheiße, ne? Sieht auch wunderschön aus, ne? Also, ja. So. Und jetzt kommt's zum größten Fail. Was wir eigentlich machen müssen. Denn dazu brauchen wir Glas. Wir brauchen einfach alles. Das schauen wir gleich mal. Und zwar war das dann der... Thermcraft. So, hier, wo ist denn das Teil? Braucht nämlich so ein... magischer Handspiegel. WTF. Thermometer, das brauchen wir auch noch. Wo ist denn das Teil? Wo ist denn das? Ich muss wissen, wie man das Teil macht. Da. Schreibset. Wir brauchen eine Fee. Tintenbeutel geht auch gut. War gerade kurz vorm Verzweifeln, aber dann gang's noch. Bam. Den Ofen klatschen wir daneben. Holen hier ein bisschen Sand raus. Also, achso, wir haben hier genug Sand.
So, dann machen wir das da hier rein. Plapp. Das da hier so ein bisschen Brennholz, ne? Was? Achso. Gerade gedacht, hä, warum haltet es so lange? So, ein Glas. Ein Glas Hammer. Zweitglas. Drittglas kommt auch noch. Na, scheiße. Lol. So, dann haben wir jetzt alles. Hier können wir jetzt theoretisch auch craften, oder? Ja. Wunderbar. Es wird dunkel. Das heißt, wir müssen schlafen. Wir nehmen jetzt, glaube ich, wirklich unser Bett einfach in unser Haus. Weil dann haben wir da schon mal... EMC-Farm, was? Komisch. Keine Ahnung. Mysteriös. So, dann ballern wir unser Bett jetzt einfach mal. Sagen wir hier hin. So, haben wir da unser Bett. Okay. Flaschen haben wir. Jetzt brauchen wir Federn. Ein Huhn muss dafür sterben. Ich hoffe, hier sind noch Hühner. Kuh. Huhn. Schafe. Huhn. Da ist ein Huhn. Das Huhn. Es gibt uns einfach mal. Ja. Geiler Scheiß. Unheimlicher Ob. Light Level. Der schwebt, ne? Können wir nicht abbauen, okay. Aber die sind jetzt weg, ne? Das gehört uns. Wir haben es erobert. So. Bitte gib mir eine Feder. Danke. Eine Feder, perfekt. Brauchen wir noch Tintensäcke? Da haben wir auch schon einen. What the fuck? Moment, weil das ist ja gar kein. WTF? Wir brauchen Tintensäcke. Was ist das, Alter? Unter Wasser sehen wir einfach mal gar nichts. Was ist das? So ein Wasserglitch, ne? Ja. Wo sind denn diese Tintenfische? Wir haben das letztes Mal auch welche gesehen. Aber anscheinend haben sie keinen Bock mehr, ne? Achso. Gerade gedacht, da wäre eine Spinne. Ja, gut. Ohne Tintensäcke können wir ja nicht viel machen. Müssen wir warten. Auf jeden Fall habe ich so eine Idee. Hier wohnt der Boss, ne? Ein bisschen schief jetzt. Aber schief sieht es, glaube ich, geil aus. Deswegen. Hier wohnt der Boss, ne? So. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Farm Ultra Projekt. Also bis morgen. Ciao.